Ja, Boris, du bist gerade zurück aus New York gekommen, hast die Klimaaktivistin Greta Thunberg über den Atlantik nach Amerika gebracht. Was war denn die größte Herausforderung bei der Überfahrt? Also wir hatten ein paar Herausforderungen. Seekrankheit ist natürlich ein Problem. Das war absolut ungewiss, wie es Greta gehen wird an Bord. Und wir hatten das absolute Glück und es war ein Wunder, dass sie überhaupt nicht seekrank war. Damit war schon mal ein Problem erledigt. Uns anderen war zwar ein bisschen seekrank, aber das ist ja nicht so wichtig. Es ging um Greta bei dieser Reise. Wir hatten das Ziel, diese Reise komplett emissionsfrei zu gestalten. Sagen wir mal von der Abfahrt in Plymouth bis zur Ankunft in New York. Und dazu konnten wir unseren Hilfsdiesel an Bord nicht anwerfen. Und haben Strom mit Solar erzeugt und da ist man natürlich auf Sonne angewiesen und auf Wind auch so. Wir haben auch mit Wind Strom erzeugt und in der Flaute, im Nebel können wir keinen Strom erzeugen. Daher war das eine große Herausforderung. Und dann die Route selber über den Nordatlantik ist extrem herausfordernd. Wir hatten 8 Tiefdruckgebiete und 2 tropische Depressionen und sind daher so einen Zickzackkurs um dieses Wetter herumgesegelt, um es für Greta halbwegs erträglich zu machen. Du hast es angesprochen, es ist eine Symbolik, es sollte gezeigt werden, wie schwierig oder wie einfach es ist, klimaneutral über den Atlantik zu kommen. Und obwohl ihr das geschafft habt, haben sich Kritiker daran festgehalten, dass am Ende unter anderem du auch von Amerika wieder nach Deutschland zurückkommen müssen und dafür das Flugzeug benutzt hat. Ist dieses leicht Kleinkarierte eine typisch deutsche Art der Diskussion oder habt ihr das auch in Amerika erlebt, als ihr da angekommen seid? Also in erstaunlicher Weise, wir waren eigentlich darauf eingestellt, dass wir in Amerika eine ganze Menge Kritik einstecken werden und kritische Fragen gestellt bekommen. Dem war aber nicht so. Es waren Journalisten aus aller Welt da, aus dem arabischen Raum, aus dem asiatischen Raum, aus Südamerika und so weiter, auch ein paar deutsche Journalisten. Und es wurden uns überhaupt keine kritischen Fragen dort gestellt. Jedenfalls nicht am Tag der Ankunft während dieser Pressekonferenz. Und insofern hatte ich schon ein bisschen den Eindruck, dass diese Diskussion um die Flüge des Teams, die waren relativ deutsch und so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen erbsenzählerisch, aber ich will das auch gar nicht zu polemisch abtun. Natürlich ist Kritik auch immer was Gutes, wenn Leute anfangen darüber nachzudenken, fliegen, soll ich fliegen, ja oder nein, oder ist es was Schlechtes, wenn Team Malizia fliegt? Eigentlich haben wir ja dann unser Ziel erreicht, was wir mit dieser symbolischen Reise erreichen wollten, nämlich das ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ein Problem sein kann, wenn man ständig durch die Gegend fliegt. Und man muss dazu sagen, ihr kompensiert eure Flüge und zwar nicht erst, seitdem ihr Greta nach Amerika gebracht habt, sondern ihr habt das auch in der Vergangenheit schon gemacht. Das ist mehr als Symbolik oder ist das was fürs gute Gewissen? Also kompensieren, damit glaube ich, kann man nichts falsch machen. Wir arbeiten mit 2 NGOs zusammen, mit Mama Earth und Plant for the Planet. Das eine sind Mangroven, das andere sind Bäume. Beides ist verknüpft mit lokalen Projekten, auch mit einer Schulbildung, Schulbildungsprojekten mit Kindern und so weiter. Auch lokale Arbeitsplätze werden geschaffen. Aber ich glaube nicht so wirklich an die Kompensation, weil es geht darum, CO2 nicht auszustoßen und Kompensation, wenn man jetzt ein Flugticket kauft, ist manchmal so günstig, dass es eigentlich auf die Kaufentscheidung keinen großen Einfluss hat. Und darin sehe ich eigentlich das Problem, dass es nicht eine wirklich steuernde Wirkung hat und eigentlich viel zu günstig ist. Wie war denn das war ja für euch auch nicht unbedingt vorhersehbar, auch für Greta nicht. Wie war denn der Empfang in Amerika? Ja, wir haben natürlich mit einem ganz schönen Empfang oder sage ich mal mit einem gewissen Medientrubel gerechnet. Wir wussten jetzt nicht so wirklich, kommen da auch ganz normale Menschen hin. Und das war ganz toll. Also es waren ungefähr, wir wissen das nicht genau, aber ich würde mal sagen, über 1000 Leute da, die Greta zugejubelt haben, die ihr zurufen, Thank you, Greta, und ganz tolle Transparente hochhalten, ihr Geschenke mitgebracht haben, Fotos, die sie unterschreiben lassen wollten. Ja, also eine große Greta-Fangemeinde auch in Amerika. Und das wussten wir vorher nicht. Das war toll zu sehen. Also auch dort ein anderes Amerika bei einem Präsidenten, der den Klimawandel noch nicht verinnerlicht hat oder ihn sogar in Teilen leugnet. Ja, das war grundsätzlich bei dieser Reise toll zu sehen, dass wir eigentlich in ganz vielen verschiedenen
Bereichen der Gesellschaft oder der Gesellschaften in den verschiedenen Ländern positives Feedback bekommen haben oder beziehungsweise Greta-Fans gefunden haben. Sogar bei den Militärs, ein Flugzeug der Küstenwache ist über uns geflogen und hat gesagt, thank you for what you're doing. Und insofern in allen möglichen Bereichen gibt es Menschen, die besorgt sind um das Thema Klimawandel, die sich engagieren und die sich daher darüber freuen, was Greta bewegt. Und natürlich gibt es auch in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft Kritik, aber in diesem Moment der Ankunft in New York spürte man ganz dolle Solidarität und Zuspruch. Wenn ihr mit der Malaysia 2 unterwegs seid, dann geht es natürlich um Sport, aber ihr sammelt durchaus auch oder versucht auch wissenschaftliche Erkenntnisse auf den Touren zu sammeln. Wie muss man sich das vorstellen? Was kann man auf so einer Tour für Informationen sammeln, die was mit Klimawandel und Klimaschutz zu tun haben? Also die Ozeane spielen eine unglaubliche Rolle, die Meere spielen eine ganz entscheidende Rolle für den Klimawandel. Für mein Empfinden ist es eigentlich so, dass der Klimawandel sich in den Ozeanen abspielt. Die Ozeane sind irgendwie das große Organ der Erde. Das Klima ist so eine kleine Dunstglocke um diesen Erdball. Wenn man einen Fußball hätte, wäre die Erdatmosphäre nur so dick wie ein Haar. 93% dieser ganzen Wärmeenergie der Erderwärmung sind in den Ozeanen gespeichert und ganz viel des CO2 ist in den Ozeanen gespeichert. Und deswegen ist es wichtig, natürlich für die Klimaforschung genau zu verstehen, wie doll erwärmt sich das und wie viel CO2 ist da in den Ozeanen. Und dieses Oberflächen-CO2 kann man nicht vom Satelliten aus messen. Da muss man mit dem Schiff langfahren. Und insofern macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, dass eine Segeljacht wie unsere, die ja emissionsfrei lange Strecken segelt, um die Welt segelt, durch Regionen, die sonst überhaupt nicht untersucht werden, dass wir dort dieses CO2 messen. Und da gibt es zum Glück heutzutage Techniken von den Instituten in Kiel entwickelt, mit dem Geomar zusammen, die sehr, sehr präzise messen können, sodass das in die wissenschaftlich relevanten Datenbanken einfließen kann und dann für die Klimaforschung genutzt werden kann. Dabei hilft uns das Max-Planck-Institut sowohl wie das Geomar-Institut. Du hast jetzt mit deinem Team Malaysia die Schirmherrschaft für die 11. Hamburger Klimawoche, die ab dem 22. September in Hamburg stattfindet, übernommen. Was ist so deine Grundmotivation, das zu machen, dich auch dort zu engagieren? Also ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir übernehmen können oder die ich übernehmen kann, ist zu helfen, das Thema Klimawandel in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, das ist das Erste, was jeder tun kann. Es ist nicht für jeden möglich, nicht mehr zu fliegen, vegan zu essen, das Auto zu vermeiden oder sowas. Es ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht möglich, komplett klimaneutral zu leben. Wir müssen alle zusammen ganz viel verändern. Ich meine, wenn wir zurückgezogen auf dem Land leben würden, nur indem, dass wir Steuern zahlen, tragen wir schon zur Klimaemission der Bundesrepublik bei, zu einem erheblichen Maße. Insofern, man kann vor dieser Sache nicht weglaufen, auch nicht durch individuelles Handeln. Wir müssen kollektiv handeln und der erste Schritt in meiner Sicht ist, sich darüber zu bilden und diese Fakten der Wissenschaft anzuerkennen, zu verstehen und darüber zu lesen und das einfach weiterzugeben im Freundeskreis, aber auch, wo es Anlässe gibt, in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen. Und das ist meine Motivation. In Hamburg ist das Thema ja vielleicht auch dank der oder ganz sicher dank der Klimawoche schon in der Diskussion. Was vielen wahrscheinlich nicht so klar ist, dass jeder seinen Beitrag dazu leisten muss und wir erst ganz am Anfang stehen dieses gesellschaftlichen Veränderungsprozesses, um unser Klima zu schützen. Wenn du an deine Stadt Hamburg, in der du wohnst, denkst, was meinst du denn, was so die ersten wesentlichen Eckdaten sind, wo wir sagen müssen, da müssen wir uns alle verändern. Also Stichwort beispielsweise fangen wir gerade in Hamburg an zu diskutieren über eine autofreie Innenstadt. Ist das ein Thema? Wir haben einen Hafen, der unser Motor ist. Muss der sich verändern? Wo siehst du den wichtigsten Punkt, wo du so sagen würdest, da würde ich anfangen? Und da werden wir alle mitmachen müssen und das wird auch Veränderung für jeden Einzelnen bedeuten. Also ich bin ja Profi-Regattasegler und kein Politikexperte im Bereich Klima. Insofern spreche ich hier wirklich nur mit meinem allgemeinen Menschenverstand, was ich einfach so frei raus denke. Und ich
Ich denke einfach, die Idee autofreier Zonen, zumindest zu bestimmten Zeiten, das klingt für mich plausibel, aber vor allem sowas wie Radwege. Wenn wir durch die Stadt fahren, quer durch die Stadt mit dem Fahrrad, ist es immer noch relativ gefährlich und man muss manchmal mit den Autos kämpfen, wenn man den Radfahrern und Radfahrern mehr Platz schaffen würde, noch mehr leichter zu mietende Leihfahrräder. Natürlich, wenn wir die Busse sauberer kriegen könnten, wenn wir den Hafen sauberer kriegen könnten, vielleicht durch andere Treibstoffe, durch mehr Landstrom für die Kreuzfahrtschiffe. Also ich glaube, es könnte jeder 12-jährige Schüler oder jede 12-jährige Schülerin eine Liste leicht aufschreiben mit Maßnahmen. Das sind eigentlich No-Brainer-Maßnahmen. Die könnte man aufschreiben und anfangen umzusetzen. Aber es kommt natürlich auch auf den öffentlichen Druck an, die Wähler, ja, das Wählerinteresse und auch die politischen Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Warum sollten die Hamburgerinnen und Hamburger die Hamburger Klimawoche besuchen, die ein sehr vielfältiges Programm von Kultur über Diskussionen bis zu einem Bildungsprogramm für Schülerinnen und Schüler bieten wollte? Also die Hamburger Klimawoche ist Europas größte Klimawoche und darauf können wir als Hamburger einfach schon mal stolz sein. Wir hatten auch eine der größten Fridays for Future Demonstrationen in Deutschland, als Greta in Hamburg war. Und ich glaube, wir haben ein sehr großes Bewusstsein in der Hamburger Öffentlichkeit und dafür für die Hamburger ist es ein tolles Angebot, sich zu informieren, zusammenzukommen, zu diskutieren, für Schüler und Schülerinnen hier was zu erleben und zu lernen, aber auch einfach gemeinsam Spaß zu haben.